schon oft gesagt, eher noch eloquenter und versuche mein Gegenüber quasi mit Worten, die es gar nicht kennt, in Grund und Boden zu reden. So richtig Wut ansonsten habe ich oft nur für mich alleine hier, wenn ich dann so auf und ab gehe und stundenlang über was rumdenke und so. Und ganz oft ist es dann eher so, so geht es in Richtung Trauer, Verzweiflung. Also ich bin nicht so der Typ, der so die Wut, ne, so cholerisch nach außen gerichtet. Ich bin eher der nach innen gerichtete, was das angeht, was das sich ärgern angeht. Ja, sie sind ja nur kurz, hat es ja schon ganz andere Ausfälle. Ja, aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass jetzt bei so einem kurzen Stream wie heute Nacht, ne, jetzt schon wieder ein zweigeteiltes Video da ist. Und ich hasse zweigeteilte Videos. Ich finde einfach für mich sieht scheiße aus. Weil deshalb habe ich ein Video, das dauert 1,5 Stunden, BlizzCon, und ein Video, das dauert 20 Minuten, BlizzCon. Wo klicken die Leute drauf? Auf 20 Minuten. Und was sehen die dann erstmal? Scheiß Disconnect. Was ne blöde Scheiße, Wichse. Welt ist doof. Und denken sich, hä? Weil die Leute sind ja faul. Die gehen ja nicht auf das 2-Stunden-Video. Die gehen ja auf das 20-Minuten-Video. Und da sehen sie mich fluchen. Aber nicht zu BlizzCon. Also direkt schon wieder verschissen. Und deswegen finde ich solche Disconnect zum Beispiel blöde. Unter anderem. Muss ich dann auch, habe ich zweimal ein Video zu bearbeiten, zweimal ein Video zu verlinken. Auf meiner Website muss ich die Zeitzahlen zusammenrechnen und das macht Arbeit, die nicht sein muss. Ich mag das nicht, dieses Durchschneiden der Streams. Hasse ich, die Pest. Jedes Mal, wenn ich sehe, dass da 0 kb steht, kriege ich Wutanfall einen kleinen. Ja? Kann sich die Welt ja wohl mal verbiegen in meine Richtung. Ist ja nicht zu viel verlangt. Ich will jetzt kein Weltfrieden. Ja, will ich schon, aber ich bin ja realistisch. Von daher, Zuckerschock war für die Reaktions-YouTuber. Ach so, ich verstehe. Nee, eben, meine ja, dass die meisten Projekte kommerziell kein Erfolg sind heutzutage, wird eine hohe Anzahl von Projekten früh eingestampft, aber mehr deswegen, dass man schon früh erkennt, dass es nichts wird, weil sie nicht, weil sie schlechter sind. Ich glaube, die folgen halt auch mittlerweile einfach diesen 0815-Prinzipien, von denen sie wissen, dass es eh funktionieren wird. Ich finde das ein bisschen traurig, weißt du? Es wird gar nicht mehr so viel ausprobiert, weil die Leute können diese Risiken gar nicht mehr eingehen oder glauben, dass es das nicht mehr müssen. Durch solche Risiken können aber auch ganz tolle neue Projekte entstehen, aber stattdessen hält man sich lieber an die alten, die man schon kennt, weißt du? Und die alten Erfolgsformeln immer wieder ausbuddeln. Und deswegen guckt man halt, ob das halt direkt greift oder nicht greift. Und wenn es nicht greift, wird es gleich platt gemacht. Blizzard probiert die Dinge aber wirklich auch eine ganze Zeit lang aus. Die können sich das leisten, da dann eine Gruppe an Leuten länger dran sitzen zu haben, um dann irgendwie ein bisschen später sagen zu können, wird's oder wird's nicht. Die können da auch mal ein paar Jahre an was arbeiten, was sie dann einfach random wegklatschen. Gab auch ein WoW-Adventure, das haben die einfach gar nicht. Das war, ne? Kam nie raus, so ein Point-and-Click. Ist das. Dito, bei meinem Bruder ist es zum Beispiel exakt umgekehrt. Jetson, bei meinem Vater auch. Meine Ma und meine Schwester fangen auch an einzupsychen, was ich auch von der Art und Weise am übelsten finde an sich. Ja, wenn jemand so Jetson nicht wird, das kenne ich aus meiner Familie, da kriegt dann wirklich Mordgelüste, ne? Also, oder habe ich gekriegt. Mittlerweile, ich sage immer mittlerweile, ich habe fast keine Feinde mehr auf der Welt. Als Kind war die ganze Welt mein Feind, da hatte ich nur wirklich Feinde. Gesehen in allem und jedem. Mittlerweile lässt das so nach. Ich wüsste gerade echt niemanden mehr, den ich als Feind bezeichnen kann. Ist halt so. Aber früher, als Kindchen, wenn mein Vater dann auch mir gegenüber so explodiert ist oder so und mich dann da als der letzten Dreck bezeichnet hat, den er lieber von Zug gewichst hätte und dass ich doch aus Kamelpisse entstanden bin und was weiß ich nicht was und dann da rumgeschrien hat. Oder auch mal ein paar Kartoffeln auf den Arsch. In solchen Momenten hatte ich wirklich einfach Fantasien, wie ich ihn töte. Aber ich habe es halt als Kind nie gemacht. Ne? Das haben mir hinterher auch Psychologen haben nochmal gesagt, wow. Ne? Ich wusste als Kind die Kombination, so wie jeder aus unserer Familie, von Vaters Waffenschrank, dass ich da nie übergriffig geworden bin. Da haben schon einige gesagt, das war ein 50-50-Ding, ganz klar. Geistig weniger starke Leute, ein bisschen weniger ne, ausgebuffte sagt man dazu, nicht abgebufft, ausgebuffte Leute, die hätten, ne, die hätten es auch beendet und damit auch ihr eigenes Leben im Endeffekt verdorben. Da hat er gesagt, da kann ich von Glück sprechen, dass ich da nicht komplett durchgedreht bin.
Weil der Nährboden war da und die Möglichkeiten für eine böse Tat waren auch da. Aber ich habe es da trotzdem nicht ergriffen. Weil ich so nach innen gerichtet bin mit meinem Zorn. Auch ganz klar. Weil ich diesen Zorn in mich reinfresse und ihn, wenn ich ihn kanalisieren muss, um so ein bisschen was davon loszuwerden, eher um Ecken komme. Ne? Eher dann so ein bisschen von hinten rum jemanden legale Weisen und so. Ein bisschen rumintrigieren. Ich habe noch nie jemanden eine reingehauen oder angeschrien. Sowas mache ich nicht. Aber wie gesagt, wäre ich da anders aufgebaut, hätte das schief gehen können. Ne? Ja, aber geh mal Risiken ein. Wenn du für Millionenbudgets 1000 Arbeitsplätze verantwortlich bist. Ja, aber das machen sie doch. Blizzard hat letztes Jahr 800 Mitarbeiter gefeuert. Die machen das doch. Hearthstone war so ein Mini-Projekt. Und dann ist es aufgeblasen. Ja, aber es hilft ja auch. Die haben ja über 100 Millionen Spieler. Das kann man ja nur als erfolgreich bezeichnen. So, wenn ihr gerade Musik gehört habt, wundert euch nicht. Ich habe da gerade was im Hintergrund offen, was ich schneide gerade. So. So. Das ist jetzt hier. Und das wird jetzt gerendert. Und dann ist das fertig. Was macht ihr heute Abend noch? Wisst ihr, wenn ich sowas sage wie, ja, dann muss ich jetzt unvernünftig sein. Hilft nichts, ne? Das ist eher so eine Drohung an die Welt. Ich werde jetzt nicht unvernünftig sein, weil ich müde bin. Weil ich heute Morgen um 4:30, 4:45 aufgestanden bin. Andere wären schon viel früher im Bett gewesen als ich. Ne? Ich habe heute Nachmittag keinen Schlaf nachgeholt, bin trotzdem noch hier, obwohl ich wieder 4:05 aufgestanden bin. Die anderen ganzen weiche Eier, die sind, werden ja alle schon wieder abends um 18 Uhr ins Bett gekippt. Jedenfalls. Nein, wenn ich dann halt so sauer bin, weil mich irgendwas ganz doll juckt, dann drohe ich der Welt. Dann sage ich, so, jetzt tue ich mir Schaden zu. Das hast du davon, Welt. So. Ich hätte dir ja die Chance gelassen, dass ich nicht so handeln muss. Das ist immer so, ich habe über mich selbst Macht. Und dadurch, dass ich dann quasi mir selbst etwas zudrohe, was ich ja aber in den seltensten Fällen wirklich tue, wenn ich es als negativ empfinde, weil wer tut sich schon freiwillig und so, ist das eher so ein, das ist genauso wie Angst vor Spinnen. Spinnen machen nichts. Aber wenn ich Angst habe, kann ich sie auf eine Spinne auslagern. Wenn ich es also schaffe, von der Spinne wegzubleiben, habe ich meine Angst erfolgreich abgewendet, auch wenn ich sie nur übertrage auf die Spinne. Ne? Für eine Angst vor irgendwas. Und so kann ich dann halt auch, wenn ich sage, so, dann muss ich unvernünftig sein, so, dann gehe ich nicht mehr ins Bett, ich esse nie wieder etwas, ich gehe nie wieder schlafen, ich trinke nie wieder was, jetzt darf ich nie wieder dies tun. Immer wenn ich anfange zu labern in Richtung nie wieder oder immer, ne, jeder, immer, alles, also wenn ich immer so in Superform spreche, dann versuche ich meistens irgendwie der Welt als Ganzem zu drohen, weil die Welt es gewagt hat, die Zustände nicht zu meinen Gunsten zu verändern. Dass eure Lordschaft Jan nicht den Arsch gepudert bekommen hat. Und dann bin ich halt so ein bisschen trotzig und sage, ja, dann ist das halt so. Da hätte ja mal irgendwie die Welt drauf kommen können und mir das ein bisschen gemütlicher gestalten können. Jetzt muss ich mich bestrafen, das hat die Welt davon. Es macht halt keinen Sinn. Aber ich lasse es ja auch meistens dabei, dass ich sage, und durch diesen Trotzausdruck baue ich schon wieder Wut ab. Ne? Das ist für mich auch schon wieder ein Kanal, Griffigkeit loszuwerden. Wenn ich mir selbst drohe, im Hinterkopf aber schon wieder weiß, naja, also wirklich Schaden zufügen wirst du dir ja selber eh nicht. Aber ich kann halt dann, ja, nee, das ist halt eine Auslagerung. Ich bin wütend und will jemanden für diesen Disconnect verprügeln. Zum Beispiel Telekom-Mitarbeiter hätte es ja verdient, weil sich der nicht darum gekümmert hat, dass ich keinen Disconnect kriege um die Zeit, wenn ich streame. Also denke ich, ich kann nicht einfach einen Telekom-Mitarbeiter verprügeln. Also lagere ich diese Wut aus und sage, dann muss ich unvernünftig sein. Tja, hättest du mal. Macht keinen Sinn. Ich sag's aber erstmal, weil ich wütend bin. Und dann geht das Wutlevel runter, weil ich habe ja reagiert. Ich habe ja geschimpft mit jemandem, ohne es wirklich so zu meinen. Das ist durchaus eine Art, ein Coping-Mechanismus. Coping bedeutet ja in der Psychologie alles, was man tut, um etwas zu kompensieren, mit etwas klarzukommen, etwas zu übertragen. Das ist auch übrigens eine Fetischhandlung. Man überträgt etwas auf etwas anderes. Aber, ach komm,
weites Thema hier für die späte Zeit. Fangen da auch mal an, denjenigen den Tod zu argumentieren und runterzureden. Ja, ist ja auch schön, wenn man jemanden so in Grund und Boden reden kann, wa? Entweder ein bisschen zocken oder Serien schauen. Ach, du gehst noch gar nicht ins Bett, Kuba? Man ist ja schon mittlerweile 1:30. Ist ja gar nicht mal so früh. Aber ich gehe jetzt auch ins Bett, weil die ganze Woche über war ich zwischen 23 und 1 Uhr im Bett. Und wie gesagt, heute der ganze Gewusel hin und her und alles Wetter und boah, und wie gesagt, früh aufgestanden und jetzt noch die große Freude über die aktuellen Blizzard-Projekte und so. Und so kann ich wunderbar ins Bett und träume ganz wunderbar von irgendwelchen fleischigen Säcken, die aus den Gräbern kriechen, in nebligen, verfallenen Klöstern, denen die Kiefer halb runterhängen und die dann irgendwelche, keine Ahnung, Giftnebel versprühen, die man dann mit irgendeiner Breitaxt in zwei Teile schlägt und alles voll splattert. Oh, ist das schön. Von solchen schönen Dingen kann ich jetzt träumen. Das ist wunderschön. Ja, kennen wir von dir. Aber damit möchte ich euch nur mal erklären, weil ich glaube, es ist verwirrend, wenn ich sage, so, jemand hat mir etwas getan, dafür muss ich mir jetzt etwas tun. Und dann tue ich nichts. Das klingt doch von, also Leute, die das so von außen mitkriegen, die denken doch, hat doch einer eine Meise, ne? Also deswegen habe ich das gerade mal erklärt, wie ich manchmal so ticke, was ich manchmal so, ne? Weil ich begehe ja immer davon aus, die ganze Welt, die muss es mir ja eigentlich gemütlich machen. Weil ich ja so eine, so, ich bin lieb, ich bin benehme mich, ich bin toll und deswegen muss die ganze Welt ja eigentlich den ganzen Tag Blumen vor mir ausstreuen. Und wenn sie das an irgendeiner Stelle nicht tut, dann so. Also so vom, ihr wisst, was ich damit meine. Das ist nicht mein bester Charakterzug. Aber ich habe so viele gute Charakterzüge, dass der kaum auffällt. Den Tod zu argumentieren und drüber zu reden. Ja, gut, ich baue gerade Wut auf. Schade, dass du da nicht da bist. Dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen mit dir ringen können oder so. Klicken wir. Klick, 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 genau. Ich liege doch schon im Bett, wie immer. Das ist wohl richtig. Das kann ich mir so denken. Ach, ich darf hier gar nicht aufstehen jetzt gerade, weil ich untenrum relativ seicht bekleidet bin. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, klicken, genau. Ja, nee, das ist auch gemütlich, dass du schon im Bett liegst, oder? So, das speichere ich mal als... Das reicht total. Total, wenn ich das hier speichere, in der stinknormalen 720er Version mit wenig Bits, muss ja nicht immer alles so in mega geiler Qualität abspeichern, was man eh und was eh nicht viele Bildinformationen enthält. Er ist unter seinen Klamotten nackt, Twitch-Ban-Incoming. Ja, nee, ich habe eine Unterhose an, aber Unterhosen sind ja auch nicht so gern gesehen auf Twitch, weil das ja auch wieder pornografisch ist. Ich meine, kann ich verstehen. Wenn ich in der Unterhose irgendwo zu sehen bin, das ist ja quasi schon für anderen Hardcore-Porno, weil ich einfach so eine oberaffentittengeile Erscheinung bin. Das ist mir bewusst, ne? Muss man mit leben, dass man da gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen muss, wenn man so einen Adoniskörper hat wie ich. Das ist wohl richtig. Da kann man nichts machen, ne? Was denkt ihr eigentlich manchmal? Also wenn ich so rede, was denkt ihr euch denn da manchmal so? Also so außer eure ganzen Anbetungsgedanken an mich jetzt, außerhalb von denen meine ich jetzt. Ne? Wow, die haben ein 2 GB Pressekit für Overwatch. What the fuck? Ja, dann add all to downloads, würde ich sagen. Alle 3 GB oder so. In den größten Versionen selbstverständlich. Alle Backgrounds, Wallpaper, Logo, Stil, Gedönsigkeits, Videos, was haben wir hier, Environmental Concept, ich lade mir alles runter. Das kann ich mir in Ruhe angucken. Aha. Da sind auch Dokumente. Ja, gib her, alles runterladen. Könntest du mir das irgendwie packen? Runterladen. Oder packst du mir das einfach in Dateipaket. Sollte sofort... das packst du mir automatisch als ZIP-Datei. Also man kann ja sagen, was man will, ne? Aber die Mitarbeiter von Blizzard wissen, was sie tun.
Weil manchmal bin ich mir da nicht so sicher, wenn dann sowas passiert, wie das mit letztes Jahr auf der BlizzCon mit Diablo Immortal. Da verstehe ich wirklich nicht, was halt das Marketing-Team sich dabei gedacht hat. Das verstehe ich nicht. Das Projekt ist nicht schlecht. Es ist okay, eine Lücke zwischen zwei Computerspielen mit einem Mobile-Titel zu schließen, storytechnisch, und einen neuen Markt zu erschließen. Es ist aus verschiedenen Punkten ist das nicht schlecht, der Zug. Aber nach so einer langen Wartezeit, als einziges Projekt, nachdem man so geteased hat, das ist sehr frech. Und dann halt mit gar nichts weiter rauszurücken, obwohl man schon könnte, das ist maximal frech. Also bei solchen Sachen frage ich mich wirklich, was das Marketingteam sich dachte. Dieses Jahr haben sie es genau richtig gemacht, aber muss man erst aus so groben Fehlern lernen? Kann man das nicht vorher schon wissen, was da passiert? Naja. Oh Mann, ich wünsche, ich könnte ihm jetzt Panzertape über die Gosche kleben. Das fände ich völlig in Ordnung. Mach mal. Hast du gerade Gemüse? Hast du eigentlich hast du buntes Panzerband da? Das fände ich gerade toll. Aber Kuba, aber was ist denn los? Was denkt ihr denn nur über mich? Juckt ein Gesicht wie ein Handschuh, reinschlagen und wohlfühlen. Aber Kuba, sei lieb. Gesicht wie ein Turnschuh, reintreten und wohlfühlen, so kenne ich das. Gibt Schlimmeres, als ein Gesicht wie ein Turnschuh zu haben. Gerade einen Groudon aus der Rotation gezogen, das ist schön. Dann kann ich ja jetzt auch endlich mal meinen Dings abgeben, ne? Dass ich mal wieder sammle. Ja, eben neue Rotation. Nicht nur immer nur Evoli. Da jetzt Wochen nichts angenommen, deswegen. Ich hatte jetzt auch die Halloween-Quest durch, da kam nur wieder ein Kryptjog raus, aber kriegt man ja sonst nur über diese Quests. Und beim Jirashi-Ding, da fehlen mir noch 3 Stahl-Psycho-Pokémon, dann habe ich da auch den nächsten Dreier-Quest. Ja, muss es so machen wie Bethesda. Einfach nur nichts sagen, Elder Scrolls 4 in den Raum stellen und fertig. Ja, zum Beispiel. Das ist auch gut. Wenn man direkt schon... Ne, so, ja, 6. Genau. Genau so. Genau so hätten sie das tun sollen. Einfach das Logo von Diablo 4 sagen, dass Diablo 4 in Entwicklung ist. Und nichts großartig teasen. Ganz ehrlich. Das Bild von Lilith, wie sie da so gruselig steht am Ende vom Gameplay-Trailer, das hätten sie doch nehmen können dafür. Kaum einer hätte, fast nicht. Also, Lilith tauchte halt in den ganzen Spielen noch nie auf. Der durchschnittliche Fan, der wüsste nichts damit anzufangen. Und selbst ich wüsste ohne die Hintergründe nicht sofort unbedingt etwas damit anzufangen. Das könnte Adria sein, nachdem sie umgewandelt wurde, was weiß ich. Man könnte auch an Dariel denken. Es müsste nicht Lilith sein. Man hätte Spekulationsraum zum Spekulieren auf jeden Fall noch. Ja. So, Ellie hat jetzt 600 Megabyte runtergeladen und ist weiterhin fleißig dabei. Lieben, seid mir dann immer nicht böse. Ich wollte aber in diesem Stream auch nichts anderes machen, als mit euch ein bisschen BlizzCon mitfiebern. Mit euch so ein bisschen darüber reden, wie sich halt Blizzard so entwickelt hat und was gerade alles angekündigt wurde und was man so dazu denkt, weil ich eben gerade bei Blizzard auch glaube, ein bisschen drüber reden zu können, weil ich auch nicht ganz doof bin und ja, gerade wenn es ums Diablo-Thema geht, da kann ich euch natürlich dann alles sagen. Da gibt's nichts, zu dem ich nicht irgendwie was wüsste, was man da sieht, und deswegen dachte ich mir, das wäre doch eigentlich ganz sinnvoll. Uff. Nee, das weckt in mir auch wieder so richtig die Lust auf solche Hack'n'Slash-Spiele. Ja gut, was heißt weckt die Lust? Haben wir in letzter Zeit ja eh gespielt. Wir haben Viktor Vran anprobiert, wir haben Van Helsing durchgespielt, wir haben Path of Exile bis ins Endgame reingespielt. Ich meine, ja, ich habe in letzter Zeit ja auch viele von diesen Slashern gespielt. Ne? Ist ja nicht so. Aber dadurch hat man jetzt noch mehr Bock da drauf. Finde ich gut. Aber ich werde mich zurückhalten. Gibt genug, was ich noch daddeln will jetzt die nächste Zeit, im November jetzt hier. Aber Path of Exile kann man zwischendurch immer mal irgendwie mal weitermachen.
Da findet sich. Das muss auch nicht unbedingt im Stream sein. Wir sind ja mit der Story soweit durch. Da gibt es ja doch diese komische Sache mit dem Schöpfer. Aber da musst du ja eh erstmal nur 10.000 Karten durchmachen, wo du gegen Viecher kämpfst, bis du dann mal irgendwie auf dieser Karte weiterkommst nach und nach, ne? Zetaron! Guten Abend. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Wer bist denn du? Ah, so, das Pressekit ist gleich runtergeladen. Jupp, das dauert noch etwas. Ja, deswegen. Das ist was, das können wir auch mal so machen, auf einen Abend gemütlich außerhalb von einem Stream oder so, einfach mal random. Weil, wie gesagt, für einen Stream, storytechnisch haben wir soweit alles gezeigt. Was vielleicht noch interessant wäre, wenn man gegen den Alten oder den Schöpfer wirklich irgendwann mal kämpfen muss bei Path of Exile, dass man das dann halt auch nochmal streamt. Man kann auch mal random nochmal so einen Stream auf jeden Fall machen, das ist ja auch kein Ding. Aber ich halte mir halt die Slots frei, weil ich noch so viele Spiele machen will. Montag will ich ja jetzt dann erstmal Undertale anfangen. Samstag will ich, also heute quasi, sehe ich zu, dass ich das mit Minecraft geschissen kriege, endlich, dass ich da das alte sichere und die neue Version draufpacke und so, dass wir heute Abend vielleicht ein bisschen Minecraften können, ne, weil wieder Samstag und so und wir das jetzt die letzten Male nicht gemacht haben, weil halt immer was los war, ich war weg oder beide waren weg oder so, ne. Ja. Ja, du halt keinen Season-Charakter gemacht hast, kann ich auch nicht einfach Karten rausschmeißen für dich. Wir haben das aber immer noch nicht einmal getestet. Schaffen wir nachher, oder, Mario? Was meinst du? Meinst du, schaffen wir nachher? Oder wollen wir lieber diesen Samstag Stardew Valley spielen? Können wir auch einen Samstag noch Stardew Valley spielen, weil da bei uns ja auch noch was offen war. Ein paar Kleinigkeiten, dass man da vielleicht mal den Strich drunter zieht, alles ausprobiert zu haben. Aber sonst würde jetzt nicht festlegen, garantiert Minecraft zu machen. Ja, stimmt. Also ich werde mich darum kümmern, dass das läuft. Und ich hoffe, dass das bis heute Abend läuft. Da ich aber ein Stück Missstück bin, dass immer Dinge auf dem letzten Drücker macht, kann ich nie garantieren, dass auch immer alles klappt. Also lassen wir uns mal überraschen. Ne? Aber das wäre zumindest so mein Plan. Ich sage nur, was mein Plan ist. Undertale habe ich auch noch nicht gestartet und geguckt, kann das überhaupt gestreamt werden. Es gibt Spiele, die lassen sich gar nicht streamen. Es gibt Spiele, die lassen sich grundsätzlich streamen. Es gibt Spiele, die lassen sich erst streamen, wenn ich in den Optionen irgendwelche Fenstermodi einstelle. Oder irgendwie, keine Ahnung, randloser Vollbildmodus oder was weiß ich nicht was und andere Dinge beachte. Aber es gibt auch Spiele, die selbst dann nicht funktioniert haben. Das ist aber eher mit älteren Spielen so der Fall. Da Undertale nicht alt ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass das schon klappen wird. Aber auch da habe ich halt noch nicht ausprobiert, aber sage trotzdem, ja, machen wir. Also da bin ich halt immer so einer, heißt, habt eine Alternative parat. Ja, wie gesagt, das wäre zumindest meine Idee. Da ist ja nicht so, dass wir überhaupt keine Möglichkeiten hätten. Aber seid mir nicht böse, ich gehe ins Bett. Ich bin jetzt bettfertig gemacht. Wir haben jetzt alles bequatscht, was neu ist und was wahrscheinlich uns erwarten wird und überhaupt und so zu jedem einzelnen Titel. Und ich bin jetzt echt so ein bisschen matschelig. Das macht echt die Gewohnheit. Die letzte Woche war so intensiv und ganz ehrlich, davor war die Arten Games und Mario war da. Davor waren ein paar Tage, ne, so, wo ich hier nur so rumwuselte für mich und davor war ich in der alten Heimat unterwegs und. Also von daher. Montag ist doch wieder Schule. Nächste Woche sind 3 Klassenarbeiten und 2 muss ich von letzter Woche auch noch irgendwann nachholen. Das ist so, oh, ne? Deswegen sage ich lieber mal langsam, dass ich jetzt mal zum Ende komme. Ich winke euch. Und schiebe euch mal hier rein in den Tüdelö-Screen schon mal. Träum süß von sauren Gurken. Ich träume jetzt von gruseligen Dämonen, die aus Erdlöchern kriechen, die ich dann einfach mit meinem dicken, fetten Claymore wegschnetzele oder so. Nach der Diablo 4-Ankündigung werde ich garantiert von sowas träumen. Und das ist doch wohl was Wunderbares. Würde ich gerne mal wieder träumen. Schon lange her, dass ich was Gruseliges geträumt habe, wo ich dann mich so dunkel, ne? Ach, schön. Gute Nacht, Leute, ich bin jetzt raus. Tschö. Gute Nacht, du Stück. Ich piek dich gleich nur noch mal kurz auf WhatsApp an, ansonsten.
Weil da ist noch was ganz Wichtiges. Dann mal danke fürs Zugeschaut haben, auch wenn wir nichts gezockt haben und nur Just Chatting gemacht haben. Habe ich lange nicht mehr gemacht, weil bei Just Chatting meistens Trolle reinkommen. Aber es war heute sehr gemütlich. Dann mal bis wahrscheinlich gleich heute Abend, ne? Nacht, Tülü. Nacht schön und Tüdelü.